Was ist da los? Hallo ihr Schlingels und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen Update, möchte ich es nicht nennen, sondern eher eine Ankündigung. Ihr seht, neben mir hängt eine Maske und alle, die meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, die müssten diese Maske noch kennen, denn damit war ich letztes Jahr zur Halloween-Zeit im Heidepark unterwegs und da haben wir ja gevloggt. Dieses Jahr hatte ich eine, ob das eine tolle Idee ist, werden wir sehen. Dieses Jahr hatte ich jedenfalls eine Idee. Und zwar hatten wir uns ja das ein oder andere Mal, haben sich die ein oder anderen Kollegen untereinander getroffen. Ich habe den Tobi schon getroffen. Patrick und Frank waren letztes Jahr über Silvester bei uns. Und dann gab es ja das große Sommertreffen bei Kai im Garten, wo fröhlich gegrillt wurde. Da waren wir dann leider nicht mit dabei. Deshalb hatten wir uns überlegt, da wir ja eh jedes Jahr zum Heidepark fahren, zum Halloween-Event, wenn es sich denn anbietet, hatten wir uns überlegt, dass wir dieses Jahr vielleicht mal versuchen, ein Fantreffen zu organisieren. Das bedeutet, ein paar von uns kommen zum Heidepark und alle, die möchten, kommen mit dazu. So habt ihr die Möglichkeit, uns mal näher kennenzulernen und wir haben vor allem die Möglichkeit, euch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Bisher kannte man ja in der Regel immer nur eure Namen und vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse, uns mal persönlich zu treffen, mit uns ein bisschen zu plauschen und deswegen haben wir überlegt, wir machen das an einem neutralen Ort, denn bei irgendjemandem zu Hause oder im Garten, ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das im Heidepark, da wir eh dort sind, der Patrick dort in der Nähe wohnt, kommt der Patrick auf jeden Fall auch. Nicht nur Patrick ist dabei, auch Micha von Michas Modellbauwerkstatt ist mit dabei und Kai ist mit dabei. Die Links zu den Kanälen packe ich unten in die Infobox. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Wer die Kanäle noch nicht kennt, könnt ihr gerne abonnieren. Auf jeden Fall, wir vier werden auf jeden Fall im Heidepark dabei sein. Wann ist jetzt natürlich die Frage? Und zwar Freitag, den 28. Oktober 2022. Wir treffen uns um 12 Uhr im Eingangsbereich des Parks und alle, die Lust haben, die melden sich einfach an unter meiner E-Mail-Adresse. Die packe ich ebenfalls unten in die Infobox. Schreibt mir einfach eine Nachricht, dass ihr dabei seid und vielleicht bringt ihr noch irgendjemand mit, Familienmitglied, wen auch immer. Auch bitte das mit unten in die Kommentare rein. Also nochmal, 28.10.2022, 12 Uhr treffen wir uns im Heidepark und das Besondere daran ist, dass an diesem Tag der Park bis 22 Uhr geöffnet hat. Das heißt, wir können den Freizeitpark auch bei Nacht genießen und das ist ja nochmal eine ganz besondere Atmosphäre, ganz wichtig ist. Da sicherlich gibt es vielleicht den einen oder anderen. Patrick ist auch so einer, der fährt nicht so gerne Achterbahn. Es geht gar nicht so sehr darum, dort mit Achterbahn oder sonst irgendwas zu fahren. Wenn wir was Cooles finden, wo alle Bock drauf haben, machen wir das, selbstverständlich. Nicht jeder muss. Es geht in erster Linie darum, dass wir Zeit miteinander verbringen. In einem ganz besonderen Flair, in einem ganz besonderen Rahmen, in einem ganz besonderen Ambiente. Vor allem abends ab, ich sage jetzt mal 19 Uhr, 18, 19 Uhr, wo es dann dunkel wird. Der Park ist richtig schön illuminiert. Das haben wir letztes Jahr nicht miterleben können. An den Tagen, an denen wir da waren, hatte der Park nicht bis 22 Uhr auf. Warum Freitag? Das wird wahrscheinlich für den einen oder anderen sehr unpraktikabel sein, wenn er denn arbeiten muss, wird das wahrscheinlich nicht schaffen. Ihr könnt auch nach 12 Uhr gern noch kommen. Es gibt, glaube ich, sogar Abendtickets erst ab 16 Uhr, dass man reinkommt. Der Park, wie gesagt, hat bis 22 Uhr auf. Mein Gedanke dahinter ist, dass samstags möglicherweise der Park einfach zu voll ist. Ja, es ist Halloween-Zeit, der Park hat bis 22 Uhr offen. Es wird freitags sicherlich auch sehr voll werden, aber ich glaube, samstags wird es einfach too much. Erfahrungsgemäß, da wir ja schon öfter dort waren zu Halloween. Ja, wer Lust hat, der, wie gesagt, schreibt mir einfach eine Nachricht. Tickets müsst ihr euch selbstverständlich auch noch kaufen. Die findet ihr bei der Heidepark-Seite, auch den Link zur Webseite vom Heidepark, wo ihr eure Tickets für den Tag ordern könnt, packe ich euch unten in die Infobeschreibung. Wie gesagt, ihr müsst euch nur noch Tickets kaufen, da sein. Wir warten auf euch, freuen uns auf euch und dann würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns dann am 28.10. im Heidepark Resort im Soltau. Wer das nicht weiß, das ist in Norddeutschland in der Nähe von Bremen oder zwischen Bremen und Hamburg. Also wer da Bock drauf hat, der kommt gern vorbei, kann uns treffen. Wir können miteinander quatschen über Gott und die Welt, über Modellbau, was auch immer. Wir sind da, warten auf euch und das wäre cool, wenn überhaupt irgendjemand kommen würde. Wenn nicht, es wird trotzdem ganz lustig. Und wir werden es mit Sicherheit auch festhalten, ein wenig vloggen. Ich auf jeden Fall, ihr kennt das ja. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wer dabei sein möchte, bitte eine E-Mail an mich, damit wir grob wissen, wie viele Leute kommen, damit wir das grob einkalkulieren können. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, wir
organisieren das für uns. Das heißt, der Heidepark hat damit nichts zu tun. Wir verdienen nichts an dem Heidepark und der Heidepark nichts an uns, außer dass wir Eintritt zahlen, ist ja klar, und vielleicht was zu essen, Merchandise, was auch immer. Es gibt keine Kooperation mit dem Heidepark. Das heißt, wir machen das von uns aus und gehen dort quasi dann als Gruppe rein, alle Mann. Ja, nähere Infos gibt es dann per Mail. Wer dabei sein möchte, schreibt mir einfach und dann wissen wir zumindest schon mal, wer dabei ist. Gut, das war es eigentlich schon, die kleine Ankündigung hier am Rande von mir an euch. Wie gesagt, Micha ist dabei, Kai ist mit dabei, Patrick ist mit dabei, das wird ein Mordsgaudi natürlich, wir sind dabei und ganz wichtig, es ist ja ein Halloween-Event, ich werde mich natürlich verkleiden, wir werden uns verkleiden, weiß ja nicht, ob Patrick, Kai, Micha sich auch verkleiden. Wir werden es erleben. Ich werde mich auf jeden Fall auch verkleiden, beziehungsweise ich selber so werde nicht da sein, sondern ich werde meinen Freund Jack zu euch schicken. Das heißt, ihr könnt Jack mal persönlich treffen im Heidepark. Ist das nicht genial? Also wer da nicht dabei ist, der ist selber schuld. Wie gesagt, der Tag ist natürlich unglücklich gewählt, aber es geht halt nicht anders. Erstens terminlich, ne? Am Samstag hätte ja Patrick auch seinen Halloween-Bastelabend. Das passt halt ganz gut, ne? Freitags Halloween-Event im Heidepark, beziehungsweise Fantreffen im Heidepark und Samstagabend dann, der Bastelabend beim Patrick. Gut, das war's schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe auf fleißige Ich hoffe auf fleißige Teilnahme. Und dann sehen wir uns hoffentlich am 28. Und wenn nicht, sehen wir uns danach mit den Vlogs. Das war's eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.